Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, aber auf diesem Kanal gibt es öfter mal Wii-Spiele. Und ich will nicht sagen, aber ich bin mittlerweile schon relativ gut in den Spielen, okay? Aber es gibt einen Mann, eine Person, die mir das absolut nicht gönnen will, unter gar keinen Umständen. Und das ist mein eigener Freund und Cutter. Du kannst doch jetzt Wurz einfach. Hey Leute, ich bin Robton und abonniert mich bitte auf YouTube. Spaß. Was soll ich sagen, Digga? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht ungeskriptet. Perfekt, danke dir. Das, meine Freunde, ist der gute Robton. Und seit einiger Zeit schneidet er meine Videos und ich meine Videos. Wir teilen uns das immer auf. Und er sagt immer eine Sache. Immer wenn ich Challenges mache. Didi, du bist so kacke. Ich könnte das viel besser als du. Ja? Ey, yo. Und genau das werden wir heute herausfinden mit Wii Sports Resort. Woo! Diagnose Autismus. Ganz recht, wir werden heute herausfinden, wer der wahre Wii Sports Resort Meister ist, indem wir jede einzelne Sportart spielen, die es im Wii Sports Resort gibt. Für jeden Sieg gibt es einen Punkt und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Verlierer jedoch muss in typischer Didi-Manier ein rohes Ei konsumieren. Glaubst du wirklich, dass du gegen mich gewinnen kannst? Natürlich kann ich das. Also stellst du noch eine Frage, wird Rob das wirklich nach Hause holen oder werde ich natürlich meinen Titel als Wii-Meister verteidigen können? Finden wir es jetzt heraus! Alright, Rob. Bist du bereit, Bro? Bist du wirklich bereit? Rob, bist du bereit? Wir fangen an mit Schwertkampf, die erste Disziplin. Ich will nicht pushen oder so, aber ich habe damals gegen Ryan gewonnen. Gegen Ryan. Weißt du, was das heißt? Gar nicht. Genau, legen wir los. Gehen wir rein, Freunde. Boah, ich hab Chemie. Ich hab kein Wii! Stimmt, du hast gar kein Wii! Ein paar Sekunden später. Das ist wirklich ein Käfer-Pokémon! Das ist so ein Cursed Me! Robbine, Robbie. Aber so mit 2 E wegen B. Yeah! Boah, das ist so ein Cursed Me, das ist nicht mehr normal. Hä, das war süß, hä? Siehst du die ganzen Leute im Hintergrund, die uns anschauen? Die feuern mich an. Die feuern dich nicht an. Okay, let's go. Didi gegen Robbie. Guck mal, du bist ja jetzt schon am Schwitzen. Wie willst du jemals gegen mich gewinnen? Robbie. Ah! Okay, er ist gar nicht so scheiße. Ich muss gerade ehrlich stehen. Oh. Oh Gott, Alter. Oh. Ah! Nein! Ja! Digga, hä? Der ist ja wirklich. Du bist gar nicht so scheiße. Du hast doch zu Hause geübt. Nein! Nein! Yes! Oh, komm, der erste Punkt an mich. Warum bist du so gut? Das war erst die erste Runde, okay? Was passiert hier? Ey, hier ist viel zu viel Testosteron in diesem Raum. Ey, was ist das für eine spannende Runde, Alter? Überraschung! Nein, oh mein Gott, das war so dumm! Nein! Ich muss doch nur warm werden, let's go! Guck mal, Didi hat einfach Zitteranfall gerade. Ey, ehrlich? Du bist viel besser, als ich gedacht habe. Das wird echt interessant. Wakeboard, gleite im Slalom über die Wellen, zeige elegante Sprünge und pass auf, dass auch die Landungen gelingt. Wakeboard habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gespielt. Noch nie? Noch nie. Ich möchte nicht pushen, aber als Kind, da war ich ein Wakeboard-Meister. Ich bin in die Schule gegangen und alle haben geklatscht und haben gesagt, der Wakeboard-Meister von Wii Sports Resort ist zurück. Ich stelle mir selber eine Challenge, weil du hast das ja noch nie gespielt. Ja, ja. Es ist nur fair, wenn ich mir deswegen selber eine Challenge mache. Die Challenge ist, ich muss doppelt so viele Punkte wie du erringen, dann gewinne ich. Unmöglich. Doch, ich hab unmöglich. Das. Guck mal, meine Mom, mein Dad, Robbie. Süß. Didi, bist du bereit? Nein. Perfekt. Okay. Hä, das ist ja das ist der Sound von Mario Kart Wii. Dieses Dü-Dü-Dü, glaube ich. Nicht. Boah, ich bin wirklich nervös. Ich will gar nicht lügen. Weil ich jetzt halt Angst habe, weil ich jetzt halt perfekt spielen muss, weißt du? Sehr gut, Didi. Du schlägst dich gut, Didi Mi. Hacker. Ich hack nicht. Kannst mich nicht ablenken. Da kommt halt einfach die 10 Stunden am Tag Erfahrung, als ich ein Kind war, rein, ne? Er hat so Muscle Memory oder so. Mindestens 5 Jahre habe ich dieses Spiel nicht mehr gespielt. Ich schwöre sogar, auf mein Leben. Kann nicht sein, dass du so krass bist. Ja. 2000! Gibt es einen Weltrekord? Also ich muss ja nach... Ich habe ja bis jetzt nicht einmal verkackt. Er macht den Weltrekord. Oh mein Gott, Digga, du brauchst 1500. Oh mein Gott! Eine andere Demütigung! Nein! Ja, wichtig. Als ob, mein Weltrekord! Oh, am Ende gechoked. Also, ich hatte irgendwie, was, 3080? Das heißt, du brauchst mindestens 1600. Boah, ich bin so todesaufgeregt. Aber das ist halt das Problem. Robbie ist eine Biene. Die ist nicht fürs Wasser getrimmt. Doch. Okay, voller Fokusmodus bei Robbiton. Nein, ich sag's so. Was? Oh mein Gott, das war's. GG. Das ist die größte Demütigung meines Lebens. Du hättest ab dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nur gewinnen, wenn ich doppelt so viele Punkte bekomme, hättest du wissen müssen, mit dem legst du dich nicht an. Oh Gott. G to the motherfucking G, Alter. Ey, aber... Nee, eigentlich kann man dazu nichts sagen.
Let's go! 2-0, Baby! Juhu! Ey, aber guck mal, also war ja auch irgendwie fast schon knapp, oder? Ich hab die ganze Zeit dich nur gewinnen lassen. Ab der nächsten Sportart. Okay. Mach 100% ernst. Okay, alles klar. Was ist überhaupt die nächste Sportart? Nein! Nein, Digga, nicht Frisbee. Mein Modus. Echt jetzt? Nein. Wirf dein Frisbee im richtigen Winkel, damit es nah am Ziel landet. Dein Hund bringt dir die Scheibe. Yo, wie pretty. Klöff. Endlich sehe ich Klöff wieder. Freunde, ihr wolltet Klöff immer wieder sehen? Ich schreib's die ganze in die Kommentare. Da ist doch Klöff. Okay, Klöff. Klöff. Bist du bereit? Ich weiß nicht mal, wie man eine scheiß Frisbee wirft. Ist das überhaupt Training oder ist real? Das ist Training, glaube ich. Wo ist die Frisbee? Wohin? Wie schlecht. Ey, oh, okay. Warum sagst du sowas? Warum machst du mich runter? Weißt du, dass ich auch Gefühle habe? So schlecht, okay. Ich dachte, wir wären Freunde, aber ich habe mich wohl getäuscht in dir. Wow. Ist schon mal besser als bei Nintendo. Klöff, es geht um ein rohes Ei. Was sagst du dazu, Klöff? Warum sind wir Hunde? Wackelt einfach nur mit seinem Arsch. Bro, wie du. Okay, Klöff, mach's, wie es da oben steht. Catch it! No way. Oh mein Gott. Oh! Fucking way! No way! War Glück. Ich will nicht pushen, aber ich hab schon gut vorgelegt, ne? Okay, das ist, Wie nennst du den? B-Dog. Was? Bitte enttäusch mich jetzt nicht. Er wird dich so enttäuschen. Sei keine Enttäuschung! Einfach die Eltern von Cheng an gerade. Also du weißt schon, dass du da, guck mal, da ist ein Pfeil mit so einem Hundegesicht drauf, ne? Du musst versuchen, die Frisbee so nah wie möglich daran zu bringen. Weißt du? Verstehst du das? Ja, echt? Okay, dann mach mal. Mann, das kann doch nicht sein! Ey, egal! Neue Regel! Wir alle merken hier gerade in diesem Moment, dass du ein leichter Underdog bist. Ab jetzt, für jeden Punkt, den du kriegst, sollte es überhaupt einer werden, gibt es doppelte Punkte. Das heißt, ein Punkt bei dir sind 2 Punkte und bei mir bleibt weiter ein Punkt, ein Punkt. Das heißt, solltest du auch nur einmal gewinnen, hast du direkt 2 Punkte. Digga, das wäre zu krass, Junge. Okay, Bogenschießen ist mein. Bogenschießen. Das ist mein Game. Ist das dein Game? Bogenschießen ist mein Game. Verwende wie Fernbedienung und Nunchuck als Pfeil und Bogen und triff ins Schwarze. So, dann machen wir jetzt mal ernst, Freunde, ne? Der Spaß ist vorbei. Willst du mich diskreditieren, indem mein Arm ist? Ey, das war so dumm, gerade mit links zu zielen. Ich sehe aus wie ein Boxer. Das ist für dich. Kaska! Woo! Für Kaska! Ich liebe Berserk. Letztens beim Dad geguckt. Das war eine traumatisierende Erfahrung. Die Eclipse, nein. Nein, nein, Griffith, nein! Griffith! Guck mal, du denkst jetzt, ich bin geistig zurückgeblieben, aber alle, die Berserk geschaut haben, gemacht sind habe. Sind auch geistig zurückgeblieben. Sind auch geistig zurückgeblieben. Hat geschrieben, Motherfucker. Warum kannst du das auf einmal? Hat er dieses ganze Video ist einfach nur Rob wird auseinandergenommen. Come on. Warnschuss. Okay, hier sind wir beim meisten Wasserfall. Ohne Witz, Woohoo Island ist so insanely aesthetic. Stell dir vor, dass wenn wirklich wir beide gerade in diesem Moment leben, wäre perfekt. Mit euch allen. Wie hast du das gemacht? Wie challenge für dich eigentlich einfach nur einen Punkt bekommen? Ja, ich hol da mal den 10er jetzt, oder? Kann nicht sein. Jetzt zeigt euch jetzt, wie man nur noch 10 Punkte macht. Okay, ja, stark, okay. Mann. Ja, du verbesserst dich. Du verbesserst dich. Ey, aber ich bin sehr knapp an deinem Arsch. Das ist egal. Fuck. Ja! 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 So wichtig! Wie ist das passiert? Was passiert? Ich hatte einfach einen Schwächeanfall. Okay, der erste war kacke. Okay, aber ich darf jetzt einfach nicht missen so. Geil, ey, mehr Punkte als bei deinem Fehlwurf. Das stimmt. Aber ich bin immer noch vorne, um 3 Punkte vorne. Finale Runde. Okay, wir sind auf dem Steg der Entscheidungen. Boah, das ist ja ultra schwierig. Du musst jetzt richtig punkten. Ja, Spannung. Ist am Siedepunkt. Bruh. Ah, aber war so gut wie ich. Immer dieser Warnschuss einfach. Ja, was? Er schreit einfach ja! Yo. Oh, it's Basketball-Time. Das ist mein Game. Dreier werfen? Wir fangen mit Dreierwerfen an, ja. Okay. Triff innerhalb des Zeitlimits so oft du kannst. Mehrfarbige Bälle bringen dir die doppelte Punktzahl. Alright. Ich weiß nicht, ob ich gut darin bin, tatsächlich. Nein! Oh, shit. Okay, das war gut. Auch gut. Nein! Ey, ich schwöre irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das kann ich echt nicht gut. Yes! Come on. Oh, shit. Die Zeit. Unter Druck kann ich am besten arbeiten. Nevermind. Okay, aber der letzte ging noch rein. Der letzte ging noch rein, Freunde. Oh mein Gott. Okay, du bist dran. Okay. Bro.
Bro? Nimm! Das ist doch ein Joke. Was passiert jetzt schon wieder? Einfach Schwächeanfall. Was machst du? Ich kann's ja nicht mehr holen. Ey, das tut mir richtig leid. Das tut dir gar nicht leid, Digga. Ich hab nicht einmal gewonnen. Dribbel, dann ein Pass. Lass die Verteidiger stehen und mach den Korb. Das Game habe ich damals wirklich gesuchtet. Oh. Alright. Zurück, zurück, zurück. Los, hol dir den Ball, Rob. Hol dir den Ball, Rob. Hol dir den Ball, Rob. Vic ist schon am Fallen. Vic fällt gerade schon. Hau rein, Victor. Nein, einfach gemisst. Was? Ich hab nicht gewonnen! Ah, so schlecht! Boah, wir sind ja beide richtig kacke in Basketball, Alter. What the fuck? Hacker. Da! Warum? Warum hast du das? Nein. Ey, yo! Ich zeig dir doch mal, wie man einen Dank macht, oder? Mein Sohn? Nein, das machst du nicht! Fucker! Oh mein Gott, ich muss jetzt Zeitpunkte holen. Aber bei Schwertkampf dachte ich so, scheiße, Digga. Und jetzt denke ich mir so, ja, ja. Oh! Okay, okay, fair. Okay. Ja, Didi, Didi, Didi. Was? Und jetzt? Deine Hose ist nass! Bam! Junge! Ich muss echt irgendwie noch schnell. Oh. Ja! Oh! Come on! Come on! Imagine Comeback? Hä? Es hat dich angenommen! Ja! 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 Ja, ja, denkst du wirklich? Denkst du wirklich? Chill, Digga, die Zeit ist noch nicht vorbei! Let's go! Mein erster W! Sei dir gegönnt! Tischtennis! Der erste Spieler mit 6 Punkten gewinnt. Trifft den Ball im richtigen Winkel, sonst geht er noch ins Aus. Hüdia! Ha! Xuria! Komm, ich helf dir. Was? Ich hab ihm nicht geholfen. Hey. You really thought you could challenge me in Tischtennis? Bro, ich bin Mitglied von der Tischtennis-Mafia. Du glaubst doch nicht, dass du auch nur ansatzweise gegen mich. Nein. Ob siegen? Nein, das kann doch nicht sein. Konnte ich. Nein. Und raus. Haben wir wieder und raus. Und raus. Und raus. Easy, easy, easy. Dann hast du 2 Games gewinnen, damit es gleichstattet. Ja, 2 Games und du bist wieder dabei. Gold, das ist mein Game. Loche den Ball mit möglichst wenigen Schlägen ein. Achte auf Haltung und richtige Schlagtechnik. Boah, wie geil das aussieht. Ich will doch einfach nur auf Wuhu Island chillen und leben und chillen und leben. Nein, ich habe auch noch rechts. Aber der Wind. Ja, der Wind, der Wind. Der Wind carried. Und der Baum auch. Der Baum carried auch. Okay, Schwitzermode wird aktiviert. Du stellst dich also auch hin. Bitte hau mich nicht auf meinen Kopf jetzt. Okay. Der war, glaube ich... Scheiße. Du hast aber auch einen Anlack. Er prallt genau beim Baum ab. Fire. Das war nicht so gut. Das war richtig scheiße. Was? Easy clap, Digga. Easy clap, Digga. Wie du dich immer nach da ganz hinten stellst. Ja, das ist wichtig. Ja, oha, ja, doch. Doch. Jetzt habe ich die ganze Zeit scheiße gelabert, jetzt muss ich aber auch soft schaffen. Warte. Hacker. Er ist tot! Ey, Wurzelgab fast knapp. Tell me why ain't nothing but a heartbreak. 7-2, ain't nothing but a mistake. 7-2, alright, weiter geht's. Bowling time! Wirf mit deiner Kugel so viele Pins um wie möglich. Die richtige Technik bringt dir die höchste Punktzahl. Ich bin im Bowling Meister. Oh Gott, ich hab das damals so viel gespielt. Ich schwöre. Alright, legen wir los. Hier geht's direkt um den Punkt. Weißt du warum? Deswegen. Okay, das war voll scheiße. Not bad. Ist okay. Kein Strike, kein Spare, aber ist okay. Es kann sein, dass wir nicht mal alle Sportarten spielen müssen, wenn du langsam nicht gewinnst. Oh mein Gott. War Prank. Oha! Ich sag euch doch, Bowling ist mein Game. Damit ich dann jetzt mal wieder den großen Vorsprung bekomme. Schlecht! Mach ich wohl besser einen Strike, ne? Okay, schade. Einfach ein Dab auf ein Double Strike. Dann muss ich jetzt wohl wieder aufholen. Das heißt, danach steht 7-4. Aber noch nicht zu früh, Freunde. Wer weiß, vielleicht chokst du jetzt auch einfach mega rein. Das kann doch
Nein, nicht wahr. Okay, warte, warte. Split! So in die Mitte, so auf Tor angelehnt. Ja. Ey, Bro, das ist gar nicht Fußball. Wir sind nicht bei Switch Sports. Ach so. Das ist Bowling. Ach so. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja. Aber Digga, ich hab ja. viel mehr Punkte ja. als du. Ich hab viel. Ja. Ich hab viel mehr. Ja. Juhu! Oh Mann, aber ich hab irgendwie nicht den Dreh raus. Fortwirklich. Ja! Okay, Digga. Ja, okay, sorry, Bowling auf einmal Überprofi geworden oder was? 140 zu Boah, 130. Okay, krass, okay, krass. Hast du dominiert, ganz ehrlich. Nein. Die letzten vier. Ey, jetzt kommen so AIDS-Spiele. Nein! Jetbo, Sieger ist derjenige, der die Ringe in der richtigen Reihenfolge durchfährt und als erstes im Ziel ist. Oh, Digga, hä? Guck mal, wie heftig das aussieht. Yo. Das sieht todesheftig aus. Das real. Sieht ja mal mega krass aus. Der Sinn ist jetzt, wir müssen durch diese Ringe fahren und als erster ankommen. Let's boost. Okay, alles klar. Warum bist du auf einmal so überkonzentriert und vorne? Hau rein, du kleiner Bobby. Du oh, Sohn. Nein, 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 nein. Oh, Digga, ich hab... Ja. Ah, was ist das denn für eine Steuerung? Ah, hau rein, Bro. Hey, wo ist das eigentlich? Zurück auf die Strecke, Rob. Oh, ist das Ziel. Lass mich ins Ziel. Hey, du holst auf einmal doch noch auf. Wo zum Fick ist das scheiß Ziel eigentlich? Ah, weg! Ja. Oh, was? Richtig. Nein. Ja. Nein. Ja. Als ja. ob. Als ob. Ja. Nein. Das, meine Boah, Freunde, Alter, ist wirklich Comeback Arc. Ist der Redemption Arc, okay? Das ist wirklich Comeback Arc. Scheiße, Mann. Als ob es jetzt doch noch spannend wird. Oh, ich könnte kotzen. Der erste am Checkpoint erhält einen Punkt. Der zuerst 5 Punkte holt, ist der Sieger. Ja, wir synchron, wir sind alle wie Tänzer, Alter. Lege los. Jetzt geht's um den Punkt. Oh. Oh mein Gott, Digga. Ich muss mich richtig konzentrieren. Ich habe auch richtig Angst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil jetzt wieder so richtig knapp wird. So unnötig knapp. Was? Warum du? Nein, ja, ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Was ist das? Was machst du? Hey, wie machst du das? Oh mein Gott. Come on, Diddy! Nein. Yes! Robby, come on! Ja! Nein, als ob Robby die Scheiße geholt hat. Nein, wohin? Habibi! Ja! Oh mein Gott! Was soll das? Warum ist das so unnötig spannend? Yes! Nein. Nein, ich bin einfach dran vorbei. Ich schwöre, das ist so dumm gerade. Das ist so fucking dumm. Boah. Nein. Oh mein Gott. Warum muss das so übertrieben knapp sein? Nein! Ja! Ja! Stopp! Wait, aber ich kann Gleichstand holen. Du kannst auch gewinnen sogar. Stimmt. Wenn du das gewinnst, dann ist Gleichstand. Und wenn du das gewinnst, dann hast du gewonnen. Stimmt. Du kannst noch gewinnen. Es ist legit noch alles drin. Ich hab so Angst, Digga. Doch, das ist so das Angst. Es geht um scheiß rohes Ei. Doch, viel aber es geht um die Ehre. Es geht um die Ehre. Erreiche als erster das Ziel. Teile dir dafür deine Energiereserven gut ein. Da ist der Start. Und einmal um die ganze Insel. Oh mein Gott. Scheiße. Das könnte das Finale schon sein. Let's go! Warum bist du eigentlich vor mir? Nimm mir deinen Windschatten. Hau rein, Bro. Ich geh nochmal. Digga, mach mal Platz, Junge. Ja. Schmeck, Alter. Diese Kamera. Hab ich nicht kennen. Ist so ein richtiges Kopf-an-Kopf-Geld oh, gerade. Nein, Digga. Ausdauer. Ich will den W jetzt schon holen. Es gibt kein Fliegen mehr. Schneller. Hau rein. Diddy vs. Robby! Diddy vs. Robby! Nein, mein Auto! Let's go! Goodbye! Fick schneller! Digga. Das war die ganze Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wo bist du hin? Bis zum Ende. Nein. Denn am Ende war es kein Kopf-an-Kopf-Rennen mehr. Am Ende war es ein Sieg für Diddy! Let's go! Yatscha! GG, Bro. Damn, Bro, ich musste nicht mal mehr zu Luftsport kommen, aber du hast dich sehr wacker geschlagen dafür, dass das hier mein Leben ist. Bevor Rob jetzt das rohe Ei trinken muss, track nach diesem Video auf jeden Fall sein Video ab, wo wir Mario 64 gegeneinander gespielt haben, um dort herauszufinden, wer Mario 64 Meister ist. Und jetzt zurück zu der Bestrafung. Boah, Digga. Ja, boah, okay. Das sieht ja lecker aus. Hier, Roboter. Ja, Baby. Endlich muss ich mal kein rohes Ei trinken. 3, 2, 1. Ich trau mich echt nicht. Ich trau mich nicht. Das ist so schlimm. Hold it in, my friend. Hold it in. Geht's wieder?